Kapitel 4 – Aufbruch zu neuen Abenteuern. Der Morgen brach an und ein Hauch von Aufregung lag in der Luft, als Funkelstein, Prinzessin Glitzerfunkel und Snelfante sich auf den Weg machten, um ihre Reise anzutreten. Die Sonne stieg langsam über den Horizont und die goldenen Strahlen erweckten die Welt um sie herum zum Leben. Ein neuer Tag brach an und mit ihm eine Fülle von Möglichkeiten und Abenteuern. Funkelstein konnte sein Glück kaum fassen, als er neben der strahlenden Prinzessin Glitzerfunkel und der beeindruckenden Snelfante herging. Die Vorstellung, gemeinsam mit ihnen die Welt zu erkunden, füllte ihn mit einem überwältigenden Gefühl der Vorfreude und der Abenteuerlust. Es war, als ob er einen lang gehegten Traum wahr werden sah, und sein Herz hüpfte vor Freude bei dem Gedanken, dass er diese Reise mit solch außergewöhnlichen Gefährten antreten durfte. Der Gedanke daran, die Welt durch die Augen der Prinzessin zu sehen und an der Seite von Snelfante zu reisen, erfüllte ihn mit einer tiefen Dankbarkeit und Demut. Er wusste, dass diese Reise sein Leben für immer verändern würde, nicht nur durch die Abenteuer und Entdeckungen, die sie gemeinsam erleben würden, sondern auch durch die Freundschaft und Verbundenheit, die sie teilen würden. Jeder Schritt, den sie gemeinsam gingen, war wie eine Reise ins Unbekannte, voller Möglichkeiten und Geheimnisse, die darauf warteten, entdeckt zu werden. Funkelstein spürte, wie seine Sinne erwachten und seine Neugierde geweckt wurde, während sie durch die malerischen Landschaften zogen und die Vielfalt der Welt um sie herum bestaunten. Die Vorstellung, dass diese Reise sein Leben für immer verändern würde, erfüllte ihn mit einer Mischung aus Aufregung und Ehrfurcht. Er war bereit, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen, jede Herausforderung anzunehmen und jeden Augenblick der Freude zu feiern. Denn er wusste, dass diese Reise nicht nur eine physische Reise war, sondern auch eine Reise des Herzens und der Seele, die ihn zu neuen Horizonten führen würde. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen und einem funkelnden Blick voller Hoffnung trat Funkelstein neben Prinzessin Glitzerfunkel und Snelfante in die Welt hinaus, bereit für alles, was das Schicksal für sie bereithielt. Denn er wusste, dass solange sie zusammenhielten und sich aufeinander verlassen konnten, nichts sie aufhalten konnte auf ihrer Suche nach Abenteuern, Freundschaft und dem wahren Glück, das tief in ihren Herzen verborgen lag. Der Weg vor ihnen war weit und voller Geheimnisse, aber Funkelstein fühlte sich zuversichtlich und mutig in ihrer Gesellschaft. Prinzessin Glitzerfunkel strahlte vor Entschlossenheit und Snelfante bewegte sich mit einer Anmut und Leichtigkeit, die ihn faszinierte. Gemeinsam bildeten sie ein unschlagbares Team, bereit, sich jedem Abenteuer zu stellen, das ihnen begegnen mochte. Sie wanderten durch endlose Felder und Wälder, über majestätische Berge und durch glitzernde Flüsse, während die Welt um sie herum erwachte und sich in all ihrer Pracht entfaltete. Jeder Schritt, den sie gemeinsam gingen, führte sie näher zu ihrem Ziel und füllte sie mit einem Gefühl der Freiheit und des Entdeckens. Die weiten Felder dehnten sich bis zum Horizont aus, während die goldenen Sonnenstrahlen über die saftig grünen Wiesen strichen und das summende Leben der Natur um sie herum zum Leben erweckten. In den dichten Wäldern, die sie durchstreiften, hörten sie das leise Rascheln der Blätter im Wind und das Zwitschern der Vögel in den Baumkronen. Die majestätischen Bäume ragten hoch in den Himmel und bildeten einen grünen Baldachin über ihren Köpfen, der sie vor der sengenden Sonne schützte und ihnen einen Hauch von Geheimnis und Abenteuer verlieh. Auf ihrem Weg überquerten sie majestätische Berge, deren Gipfel in den Wolken verschwanden und die sie mit ihrer erhabenen Schönheit zum Staunen brachten. Sie kletterten steile Pfade hinauf und genossen die atemberaubende Aussicht von den Gipfeln aus,
während sie sich dem Himmel näher fühlten als je zuvor. Durch glitzernde Flüsse warteten sie, deren klare Wasser sich sanft über die glatten Kieselsteine schlängelten und ein melodisches Rauschen erzeugten, das ihre Sinne beruhigte und ihre Seelen erfrischte. Die glitzernden Reflexionen des Himmels und der Bäume spiegelten sich im klaren Wasser wider und füllten sie mit einem Gefühl der Harmonie und des Einsseins mit der Natur. Während ihrer Reise durch die weitläufigen Landschaften und majestätischen Szenarien trafen Funkelstein, Prinzessin Glitzerfunkel und Snelfante auf eine Vielzahl faszinierender Kreaturen und mutiger Abenteurer, die ihre Tage mit Freude und Entdeckungen füllten. In den dichten Wäldern begegneten sie freundlichen Waldtieren, die ihre Wege kreuzten und sie mit neugierigen Blicken begrüßten. Eichhörnchen huschten über die moosbedeckten Baumstämme und spielten Verstecken mit den Reisenden, während Vögel von Ast zu Ast hüpften, um ein fröhliches Lied zu zwitschern, das den Wald mit Musik erfüllte. Die Natur schien lebendig zu sein und sie begrüßte die Wanderer mit offenen Armen, als ob sie alte Freunde wären. Entlang der malerischen Flussufer trafen sie auf schillernde Fische, die im klaren Wasser glänzten und elegant durch die Strömung glitten. Die fließenden Gewässer waren Heimat einer Vielzahl von Wasservögeln und Amphibien, die sich friedlich im und am Wasser tummelten und den Reisenden eine friedliche Atmosphäre boten. Als sie die majestätischen Berge erklommen, stießen sie auf wilde Bergziegen, die mit ihren kräftigen Hufen über die steilen Felsen kletterten und ihnen mit neugierigen Blicken folgten. Die majestätischen Tiere schienen die Herren über die Berggipfel zu sein und strahlten eine erhabene Ruhe aus, die die Reisenden tief beeindruckte. Doch nicht nur Tiere kreuzten ihren Weg, sondern auch mutige Abenteurer aus aller Welt. Sie trafen auf furchtlose Forscher, die von fernen Ländern und fremden Kulturen berichteten, und wagemutige Entdecker, die von ihren aufregenden Expeditionen erzählten. Jedes Treffen war eine Quelle der Inspiration und öffnete ihre Augen für die Vielfalt und Schönheit der Welt. Durch diese Begegnungen erweiterten Funkelstein, Prinzessin Glitzerfunkel und Snelfante ihren Horizont und lernten, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Sie erkannten die Einzigartigkeit und den Wert jeder Kreatur und jedes Abenteuers und wurden daran erinnert, dass die wahre Schönheit der Welt in ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum liegt. Jede Begegnung hinterließ eine tiefe Spur in ihren Herzen und füllte ihre Tage mit Freude und Abenteuer. Denn in der Gesellschaft von freundlichen Tieren und mutigen Abenteurern fanden sie nicht nur Trost und Freundschaft, sondern auch die Inspiration, ihre Reise mit offenen Herzen und neugierigen Geistern fortzusetzen. Die Tage vergingen wie im Flug, und doch schien die Zeit stillzustehen, während sie sich durch das Land bewegten. Jeder Sonnenaufgang brachte neue Herausforderungen und Überraschungen mit sich, aber auch unvergessliche Momente der Freude und des Staunens, die ihre Herzen erfüllten. Funkelstein konnte nicht anders, als sich dankbar zu fühlen für die Möglichkeit, diese Reise mit solch wunderbaren Gefährten zu teilen, denn in ihrer Gesellschaft fühlte er sich lebendiger und mutiger als je zuvor, bereit, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen und jede Herausforderung mit einem Lächeln anzunehmen. Und so zogen sie weiter, dem Horizont entgegen, bereit für alles, was das Schicksal für sie bereithielt, denn sie wussten, dass solange sie zusammenhielten und sich aufeinander verließen, nichts sie aufhalten konnte. Denn in ihrer Gemeinschaft fanden sie die Stärke und den Mut, um jeden Berg zu erklimmen und jedes Tal zu durchqueren, auf der Suche nach Funkelsteins eigenem Regenbogenschweif und dem Glück,
das ihnen gehörte. Auf ihrem weiteren Weg durch die malerischen Landschaften und abenteuerlichen Pfade trafen Funkelstein und Prinzessin Glitzerfunkel auf eine furchtlose Abenteurerin namens Alexandra Drachenherz. Ihr Ruf eilte ihr voraus, denn sie war bekannt für ihre unerschütterliche Tapferkeit und ihr Herz aus Gold. Alexandra hatte von Funkelsteins Reise gehört und war von seinem Vorhaben, seinen Regenbogenschweif zu verdienen, tief beeindruckt. Sie spürte, dass sie ihm auf seiner Mission helfen konnte und entschied sich spontan, sich ihnen anzuschließen. Als Funkelstein und Prinzessin Glitzerfunkel Alexandra Drachenherz zum ersten Mal begegneten, spürten sie sofort die magnetische Anziehungskraft, die von ihr ausging. Alexandra strahlte eine faszinierende Mischung aus Charisma und Entschlossenheit aus, die ihre Mitreisenden sofort in ihren Bann zog. Sie war eine Frau von beeindruckender Statur, groß und mit Rundungen, die jeden, der sie ansah, um den Verstand bringen konnten, und mit einer anmutigen Haltung, die von jahrelanger Abenteurererfahrung zeugte. Jeder ihrer kraftvollen Schritte schien fest auf dem Boden zu stehen, als würde sie die Welt um sich herum beherrschen. Ihre Präsenz allein verlieh ihr eine Aura der Unerschütterlichkeit und Stärke. Alexandras Augen waren lebendig und leuchteten wie zwei glühende Sterne am dunklen Nachthimmel. Sie strahlten von Abenteuerlust und Mitgefühl, von einer unersättlichen Neugierde für die Welt und einem tiefen Verständnis für ihre Mitmenschen. Ihre Augen waren Fenster zu ihrer Seele und Funkelstein konnte darin das Feuer der Entschlossenheit und die Wärme des Mitgefühls erkennen. Ihr Haar war eine wilde Masse aus glänzenden Locken, die im goldenen Licht der Sonne schimmerten und im sanften Wind wehten. Jede Strähne schien ihre eigene Geschichte zu erzählen, von vergangenen Abenteuern und unerforschten Horizonten. Trotz ihrer Wildheit strahlte ihr Haar eine natürliche Schönheit und Anmut aus, die ihre Erscheinung vervollständigte. Ihr Gesicht war gezeichnet von den Spuren des Lebens, von den Narben vergangener Schlachten und den Linien der Erfahrung. Doch hinter den Zeichen der Vergangenheit verbarg sich eine zeitlose Schönheit und eine unwiderstehliche Ausstrahlung, die jeden in ihrer Nähe in den Bann zog. Alexandra war eine Frau, die das Leben gelebt hatte und deren Entschlossenheit und Mut sie zu einer Legende gemacht hatten. Als sie mit kraftvollen Schritten auf Funkelstein und Prinzessin Glitzerfunkel zukam, strahlte sie eine unerschütterliche Entschlossenheit aus, die ihre Mitreisenden sofort inspirierte und ermutigte. Sie war eine Frau, die wusste, was sie wollte und die bereit war, alles zu riskieren, um es zu erreichen. In diesem Moment wussten Funkelstein und Prinzessin Glitzerfunkel, dass sie in Alexandra Drachenherz eine treue Verbündete und eine unverzichtbare Gefährtin gefunden hatten für die Abenteuer, die noch vor ihnen lagen. Prinzessin Glitzerfunkel spürte sofort eine Verbindung zu Alexandra, als ob sie sich schon seit Ewigkeiten kennen würden. Ihre warme Umarmung und ihr aufrichtiges Lächeln vermittelten ein Gefühl von Vertrautheit und Freundschaft, das die drei sofort miteinander verband. Gemeinsam bildeten sie eine ungewöhnliche, aber mutige Gruppe, die aus verschiedenen Welten und Lebenserfahrungen zusammenkam, um gemeinsam Abenteuer zu erleben und Herausforderungen zu meistern. Funkelstein, das sanfte Einhorn mit dem Wunsch nach Abenteuern und Erfahrungen, war das Herz der Gruppe. Seine neugierigen Augen spiegelten den unbändigen Drang wider, die Welt zu erkunden und die Schönheit des Lebens in all ihren Facetten zu entdecken. Sein sanftmütiger Charakter und seine unerschütterliche Freundlichkeit machten ihn zu einem geliebten Gefährten, der stets ein offenes Ohr und ein warmes Lächeln für seine Mitreisenden hatte. Prinzessin Glitzerfunkel,
die strahlende Herrscherin mit einem Herz voller Güte und Mitgefühl, war das Licht der Gruppe. Ihr strahlendes Lächeln und ihre warme Umarmung verbreiteten Freude und Trost, selbst in den dunkelsten Momenten ihrer Reise. Sie war nicht nur eine tapfere Kämpferin, sondern auch eine weise Beraterin, die stets darauf bedacht war, das Wohl ihrer Gefährten zu schützen und zu fördern. Und dann war da noch Alexandra Drachenherz, die furchtlose Abenteurerin mit einem unerschütterlichen Willen und einem Herzen aus Gold. Ihre unvergleichliche Entschlossenheit und ihre grenzenlose Tapferkeit machten sie zu einer inspirierenden Anführerin, die ihre Mitreisenden mit ihrer unbezwingbaren Stärke und ihrem unermüdlichen Mut beeindruckte. Sie war eine Frau, die wusste, wie man Herausforderungen meistert und Hindernisse überwindet, und war stets bereit, ihre Freunde mit ihrem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen zu ermutigen. Und natürlich durfte man Snelfante nicht vergessen, die beeindruckende Reitschnecke mit einem Herz aus Gold. Trotz ihrer ungewöhnlichen Erscheinung und ihrer unkonventionellen Art war sie eine treue Gefährtin, die Funkelstein, Prinzessin Glitzerfunkel und Alexandra stets loyal zur Seite stand. Ihre sanfte Stimme und ihre liebevolle Art brachten Trost und Geborgenheit in die Gruppe und machten sie zu einer unverzichtbaren Freundin auf ihrer Reise durch die Welt. Gemeinsam bildeten sie ein Team von unerschrockenen Abenteurern, bereit, jede Herausforderung zu meistern und jedem Hindernis zu trotzen, das sich ihnen in den Weg stellte. Mit ihrer gegenseitigen Unterstützung und ihrem unerschütterlichen Glauben aneinander waren sie bereit, jedes Abenteuer zu erleben und jeden Traum zu verwirklichen, der ihnen im Herzen brannte. Gemeinsam brachen sie auf zu neuen Horizonten, bereit, jede Herausforderung anzunehmen und jedes Abenteuer mit offenen Armen zu begrüßen. Sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten, denn in ihrer Gemeinschaft fanden sie die Stärke und den Mut, um jede Prüfung zu meistern, die das Schicksal für sie bereithielt. So zogen sie weiter, Seite an Seite, durch die weiten Länder und fremden Welten, auf der Suche nach Funkelsteins Regenbogenschweif und dem Glück, das sie alle miteinander teilten. Und obwohl ihre Reise noch lange nicht zu Ende war, wussten sie, dass sie in ihrer Gemeinschaft und ihrer unerschütterlichen Freundschaft die Kraft fanden, um jede Herausforderung zu meistern, die das Leben ihnen entgegenwarf. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.